Untersuche das Schulhaus. Der Schuppen der Schule ist mit einem außergewöhnlich robusten Schloss versehen. Der Sandkasten muss mit der Geisterskizze. Die Skizzen stehen mit Bill in Zusammenhang. Dem Geist schien die Schaukel zu gefallen. Warte mal, wo habe ich denn das? Ah, okay, danke für den Hinweis. Das ist die Sandburg, was ich bauen muss. Okay. Das habe ich keine Ahnung. Ja, das Problem ist allerdings, durchsuche das Schulhaus. Ich habe es schon durchsucht, das Schulhaus. Das Problem ist, ich komme hier einfach in den Schuppen nicht rein. Ups! War auf dem Spielplatz ein Geist zu sehen. Ja, und weiter? Ach! Der Geist, der die Schule heimsucht, muss derselbe Sam aus der Gravur in der Schaukel sein. Ja. Sucht man Sam? Wo ist der Sam? Da. Was haben wir jetzt gekriegt? Ein Böller. Nee, sag jetzt bloß. Nee, sag jetzt bloß, ich muss den Böller hier. Und damit. Wieso? Ich hab doch ein Brecheisen! Mit Brecheisen geht das auch besser als im. Ja, natürlich, das zeigst du mir, dass ich mit dem Böller das machen kann. So, jetzt gehen wir zurück. Holen uns das Foto. Gehen hier rein. Natürlich, ich sollte hier drinnen die Utensilien finden, die ich zum Nachbar der Sandburg benötige. Huch. Und zwar suche ich einen Soldaten. Drei Muscheln. Einen Eimer, eine Fahne. Eimer. Was, zwei Eimer? Zwei Eimer und eine Schaufel. Okay. Das war der erste Eimer. Das war die Schaufel. Und jetzt suchen wir noch den zweiten Eimer. Eimer Abdaller. Der Witz wird nie fad. Oh ja, der wird schon langsam fad. Ah, da ist er. Juhu, wir haben alles. Kann ich jetzt raus? Tatsache. Na ja, gut. Es ist ein Wunder, dass dieser Sandhaufen nach 40 Jahren noch so aussieht. Ich mag Sandbögen bauen, aber wenn ich die Sandkiste leeren will, kann ich das mit der Schaufel tun, die ich gefunden habe. Ja, dann viel Spaß. Und was soll ich jetzt machen? Ich klick hier drauf und nichts passiert. Oh. Woher soll ich wissen, wie. Okay, also so soll sie ausschauen. Die Burg. Dann haben wir hier den Weihnachtsmann oben stehen. Hier eine Muschel. Tagebuch. Nein, Tagebuch, nicht Karte. Und tschüss. Und überall da eine Muschel und da die Fahne dann rein. Okay. Hey, stopp. Hallo? Da eine Muschel und da die Fahne. Hurra! Ich hab's. Da. So, und jetzt fehlt mir im Prinzip nur noch das hier. So, kann ich nichts mehr beobachten auf der Kamera? Nö. Okay. Das scheiße Sandburg habe ich. Ja, komm, überspring das. Das habe ich schon. Ja, bla bla bla.
Fehlt mir jetzt aber allerdings noch immer dieses letzte Bild und ich habe kein... warte mal, vielleicht da drinnen. Ja, die Schläger. Well done, Detective. Meet me back at the motel with the drawings whenever you are ready. Tja, bin ich soweit fertig, aber ja, von mir aus ausnahmsweise sage ich jetzt mal, ich bin fertig. So, jetzt schmeißen wir die rüber wieder. I'm beginning to understand why they call you the master detective. Naja. Let's take a look at what you found and do another reading. Oh, darf ich schon wieder Bilder verschieben? Was? Sind die alle? Tatsache. Och Mensch, Mayo. Okay, hups. Ah, nicht so schnell. Nicht so schnell. Ja. Da bleib ich stehen. So. Warte mal, das ist die Schultüte. Ah, die Schultüte. Die Schultüte. Ist das so? Nö. Aber so, oder? Nee, so nicht. Ich glaube eher... Nee, so auch nicht. Ah, das gehört zusammen. Plack. Hallo? Ach nö, da warte mal. Stopp, 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 stopp. Das gehört so zusammen. Danke, das hier. Schwups, 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 schwups. Das hier. Hupsa. Na. Jawohl. So wie den Schuh draus. So. Nö. Ah, das sind zu viele Informationen für mein Gehirn. Zu viele Informationen. So vielleicht. Nö, aber so müsste das sein. Stopp, stopp, so müsste das sein. Das müsste hierher gehören. Zack. Das hier gehört dann so her. Pack. Hallo? Das müsste dann eigentlich so herkommen. Jawohl. Ach, das ist eine Leiter. Sag das doch gleich. Moment. Stopp, stopp, stopp. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Alles ist gut. So. Dann müsstest du... Du? Na, da nicht hergehören. Keine Ahnung, wo das hingehört. Das gehört auf jeden Fall. Upsa! Das war zu viel gedreht. Stopp! Hierher. Hallo? Hallo? Na, denke ich mal. Das hier müsste dann allerdings daher gehören. Jawohl. So, jetzt brauche ich eine Hand. Bist du das da? Da fehlt mir der Ellbogen. Müsstest du eigentlich sein? Der Ellbogen, Charlie. Nö, das gehört unten hin jetzt definitiv. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Ups. Hallo. So, jetzt sehe ich das dann mal da oben. Jetzt geht's mal am Arsch. So. Na. So, da gehört das hier da oben. Nö, oder? Da sehe ich jetzt den Rucksack. Ah, kann das vielleicht sein... Ups.
Ah, alles klar. Okay. Ich verstehe. Hups, da rede ich einmal. Stopp. So. Ich habe glaubt, da unten geht's weiter. Dann gehört du. Gehörst du. Oder geht das eh unten weiter? Das ist so schön verwirrend. Na komm. Ah, okay. Ich habe glaubt, das ist ein ganzes Bild wieder. Oder weil es ist kein Bild. Wenn das wenigstens fixiert bleibt. Von Mami. Hey, gib mir mal den Schlüpfer hier. What are you doing up here, you butthead? This is my hangout. Beat it if you know it's good for you. Nein, mein Schlüpfer. Hey, what do you got there? Some sort of little toy? No. Let me see it. Come on, hand it over, you little creep. Oh. Oh. Der Schlüpfer der Macht. What kind of evil would take the life of an innocent child? I think I understand now what the mother meant by writing free them on the wall. The spirits of the people who were possessed by that relic are still held captive by it. We have to find the address of that school teacher. Maybe we should take another look at the schoolhouse. Jo. Meinetwegen, dann gehen wir nochmal in das Schulhaus, ne, würde ich sagen. Aber wir lassen bitte. Huch. Ich bin stark. Oh. Ah, verflixt. Dieser Mechanismus ist nun vollkommen zerstört. Brecheisen? Hallo? Brecheisen? Wie soll ich das jetzt aufmachen, ey? Strom? Brecheisen. Alter, das kann man alles mit einem Brecheisen ruinieren. Hier, tschüss. Oh, ist die umständlich, wirklich. Ah, ist die umständlich. Ich weiß gar nicht, was wir spielen, ob wir einen er oder eine sie spielen. Ja, wie gesagt, wer lässt bitte freiwillig für so ein schnödes Relikt... offensichtlich wurde hier drinnen auch Unterricht abgehalten. Ja, ein Kind verrecken, beziehungsweise einfach so, ist eh schon tot, ne? Oder vielleicht lebt es ja noch, ich habe keine Ahnung. Gut, darauf müssen wir wahrscheinlich. Hier kann ich auch nichts mehr tun. Tja, die Frage ist nur... Was können wir hier noch tun? Sagt der Thunfisch. Messer? Oh. Aha. Also, man bemerke. Genau auf das Seil mit dem Messer, dann funktioniert's. Mit dem Messer irgendwo draufklicken, funktioniert's nicht. Meine Fresse, Alter. Was haben wir denn hier? Du hast einen neuen Schauplatz gefunden. Sams Haus, Haus des Aufsehers, Schule, Haus des Lehrers. Etwas unausgereift, aber ich glaube, ich kann der Wegbeschreibung zum Haus des Lehrers folgen. Das ist gut. Vielleicht, nein, da kann man nichts mitnehmen mehr. Bing!
Gut, dann haben wir die nächste Szene freigeschaltet. Haus des Lehrers. Oh nein, das Haus des Lehrers ist vollständig niedergebrannt. Ja, das kann man so sagen. Huch, was nehmen wir denn da jetzt mit? Einen Betonklotz. Zwei Betonklötze. Einen Steckschlüssel. Alter, wir nehmen auch jeden Scheiß mit. Isopropanol. Und die Schaufel lassen liegen. Die brauchen wir nicht. Selbst 1973 hätte dieses Auto eine Reparatur benötigt. Ich muss das Auto irgendwie abstützen, bevor ich diesen Wagenheber entfernen kann. Ja, ich hab da was. Guckst du? Hallo? Guckst du? Abstützen? Ah. Huch! Haben wir mal einen Wagenheber genommen. Gut, mit dem Wagenheber gehen wir jetzt da hier hinein.